Gut, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium am 28.10. Zweiter Termin. Heute relativ viel Zahlendarstellung, Zahlensysteme, Zahlenumwandlung. Wenn ihr euch erinnert, auf dem letzten Aufgabenblatt ging es ja auch mal darum, warum ist es eigentlich ganz gut und praktisch, Dualsystem zu haben. Gleichzeitig aber auch, welche Vorteile hat halt sowas wie Hexadezimal oder Oktal, was es ja auch immer mal wieder als Darstellung von Zahlen gibt. Und warum ist unser Dezimalsystem vielleicht gar nicht so schlecht für uns Menschen, weil wir das wenigstens uns besser merken können und damit umgehen können. Ja, heute leider eben auch ein paar andere Systeme. Ganz, ja, ein relativ Ritt quer durch Zahlenumwandlung. Ich würde sagen, wir starten dann gleich mal direkt. Und zwar geht es in der ersten Aufgabe darum, Dezimalzahlen umzuwandeln. Das Ganze mit verschiedenen Methoden. Ihr sollt einmal Potenztabelle nutzen, sollt einmal Divisionsrestverfahren nutzen. Außerdem Oktal- und Hexadezimalzahl angeben. Also da bitte darauf achten, dass das in der Aufgabenstellung auch drin steht. Nicht nur den Überschriftstext lesen, das ist sonst immer so ein bisschen gefährlich. Achtet auch auf die Details in den Aufgabentexten. Ja, und dann steht auch noch was ganz Wichtiges da drin im Aufgabentext, nämlich die Dualzahlen sollen n Vor- und m Nachkommastellen haben. Das heißt, für die Hausaufgabe müsst ihr auch noch auf die Vor- und Nachkommastellen achten. Auch da bitte darauf achten, dass ihr nicht Punkte verschenkt. Aber fangen wir erstmal mit dem Einfachsten an. Wir haben hier eine Dezimalzahl, 176 im Dezimalsystem. Und da ich hier gerade nebenbei die Kommentare sehe, übrigens nochmal zur Erinnerung, ich zeichne das Tutorium auf, allerdings trenne ich bei mir bereits am Gerät mein Mikro von sämtlichem Restaudio. Ich höre euch, aber in der Aufzeichnung ist nur mein Mikrofon zu hören. Das heißt, auch bitte mit dran denken, wenn ich irgendwelche Fragen nicht wiederhole, dann ist das eventuell nicht in der Aufzeichnung, das ist dann unklug. Aber das ist halt eben das datenschutzmäßig Beste, was wir machen können mit den Universitätsvorgaben. Gut, 176 im Dezimalsystem umzuwandeln mithilfe des Divisionsrestverfahrens. Kann mir jemand von euch sagen, wie das mit dem Divisionsrestverfahren funktioniert? Wie müssen wir da jetzt vorgehen? Das müsstet ihr jetzt irgendwie euch ja eigentlich schon mal angeguckt haben. Absolut richtig. Wir fangen an mit der Zahl, die wir umwandeln wollen. Das ist die 176. Und die teilen wir durch die 2, weil wir jetzt hier ins Dualsystem wollen. Dann haben wir eine natürliche Zahl, die übrig bleibt. Das ist in unserem Fall die 88. 176 durch 2 kommt genau auf mit 88. Das heißt, wir haben den Rest 0, denn wir schreiben Reste auf. Deswegen heißt es ja auch Divisionsrestverfahren. Wir machen eine Division und haben einen Rest. Und diese Zahl sagt uns nachher was darüber aus, ob da eine Potenz im Dualsystem steht oder nicht. Und auch das richtig, dass wir hier jetzt dann die letzte Stelle im Dualsystem. Genau, dann haben wir das geteilt. Wir müssen das Ganze noch fortführen. Das heißt, wir gehen mit der 88 weiter. Das ist jetzt immer noch Rest 0, ein bisschen langweilig, die ersten Schritte. Wir werden aber dann irgendwann auf eine Stelle kommen, wo wir wahrscheinlich einen Rest, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher irgendwann einen Rest von 1 haben werden.
Wenn nicht, dann ist sowieso irgendwas komisch. So, 22 ist mal noch das 0. So, und jetzt haben wir das erste Mal 11 durch 2. Kommen wir auf den Wert 5, Rest 1. Ja, 2 mal 5 ist 10. Rest 1 haben wir noch über, den lassen wir hier stehen. Das heißt, das hier ist im Endeffekt auch unsere erste Potenz, über die wir gefunden haben, die nachher im Dualsystem da ist. Wir machen das Ganze weiter. Bis wir einen bestimmten Abschluss haben. Es gibt immer am Ende die gleiche Division, die wir haben sollten. Ganz egal, mit welcher Zahl wir anfangen. Jetzt mal kurz einmal tippen. Tippen und reden gleichzeitig ist nicht immer so einfach. So, 2 durch 2 ist natürlich 1, Rest 0. So, und dann haben wir als allerletztes die Division 1 geteilt durch 2. 1 geteilt durch 2 geht natürlich 0 mal und hat einen Rest von 1. Das ist eigentlich immer die letzte Zeile. Dann sind wir durch mit dem Divisionsrestverfahren. Und jetzt können wir, wie eben auch schon richtig gesagt, ablesen, wie unsere Dualzahl aussieht. Wir fangen an, von unten nach oben das Ganze abzulesen und haben damit eine Zahl 1, 0, 1, 1 und 4 mal die 0 wäre das Ganze. So, soweit, so gut. Jetzt könnte es natürlich noch sein, wir wollen irgendwie Vor- und Nachkommastellen haben. Also angenommen, ich hätte gesagt, ein n für Vorkommastellen von, nehmen wir mal 12. Und ich habe ein m für Nachkommastellen, auch wenn ich jetzt hier gerade keine habe, von 2. Dann würde ich mir jetzt die Zahl angucken und was muss ich dann jetzt wahrscheinlich machen, wenn ich entsprechend Vor- und Nachkommastellen berücksichtigen soll? Genau, also im Endeffekt auch das kein Hexenwerk, einfach nur mit Nullen auffüllen. Wenn ich das Ganze berücksichtige, dann habe ich vorne, habe ich jetzt 8 Vorkommastellen, ich brauche 12. Dann fülle ich mit Nullen vorne auf und Nachkommastellen soll ich welche haben. Das ist dann zwar 0, aber dann fülle ich das Ganze auch auf. Okay, soweit, so gut. Mit Kommastellen gucken wir uns gleich nochmal ein zweites Beispiel an, aber erstmal an der Stelle. Eine andere Frage, nämlich, wie ist das jetzt, wenn ich diese Zahl in Hexadezimal und Oktal angeben soll? Es gibt einen ganz kleinen Trick, wie man es relativ schnell machen kann. Wisst ihr den? Habt ihr den parat? Dreiergruppen war für was? Okay, genau. Dreiergruppen fürs Oktalsystem, richtig. Genau, wir können Bitgruppen bilden. Und fürs Größere, fürs Hexadezimal? Genau, fürs Größere sind es Vierergruppen. Das heißt, wir haben Hexadezimal. Da machen wir Vierergruppen. Der Anfang natürlich einfach. Wobei, lasst uns das mal bitte mit der kleineren Zahl machen.
So, Vierergruppen, das heißt, wir haben die 1, 0, 1, 1 und 1, 2, 3, 4. Wenn wir jetzt nur mit das Ergebnis machen, mit dem Ergebnis dann starten, das heißt für uns, wir müssen die 1, 0, 1, 1 umwandeln. Oh je, 1, 0, 1, 1, Hexadezimal war jetzt welche Zahl? Wie war das überhaupt? Wie ist das überhaupt mit Hexadezimal? Ne? Wir haben die 1. Ist die 1, dann geht es weiter natürlich mit der 2, 3, 4, 5, 6, sind wir schon bei 7. 8 ist dann wunderbarerweise die erste vierstellige. Ja, das mal ergibt auch irgendwo Sinn, wenn wir überlegen, im Oktalsystem sollen wir ja Dreier zusammenfassen, im Oktalsystem gibt es keine 8. Also sind wir hier bei vier Stellen. 8, 9, 10. Und damit wären wir hier bei 11 einmal hochgezählt. Also, was ich damit sagen will, ist auch, ist natürlich schön, wenn man das aus dem Kopf weiß, so die von 1 bis 7 im Oktal, beziehungsweise dann für 8 bis 16 Hexadezimal. Aber am Endeffekt könnt ihr es notfalls auch einmal kurz runterschreiben. Also, wenn ihr euch unsicher seid, schreibt es sowieso lieber kurz einmal runter, bevor ihr irgendwas aufschreibt. Jetzt habe ich natürlich vorhin gesagt, irgendwo hier 10. Warte mal, wo waren wir hier? 8, 9, 10. 10 ist nicht einfach 10, sondern das heißt natürlich hier A, beziehungsweise dann eben B, weil wir in Hexadezimal sind. Und dann die 4 mal die 1 ist dann das F. So, kleines Nebengeschreibsel hier oben irgendwie. Das heißt jetzt für unsere Zahl 1011 wissen wir, wir haben das B. Wir haben als nächstes 4 mal die 0, ist dann einfach die 0. Auch hier gilt, wenn wir dann dem Ganzen irgendwelche Erweiterungen geben sollen mit Vor- oder Nachkommastellen, dann müssen wir eben gucken, das entsprechend aufzufüllen. Auffüllen ist übrigens das gute Stichwort. Das wird uns nämlich gleich passieren. Nochmal wieder eine Zeile hier unten frei. Aber Oktal haben wir, im Oktalsystem haben wir gesagt, da bilden wir Dreiergruppen. Und jetzt haben wir in dem Fall 8 Bits. 8 Bits lässt sich nicht genau durch 3 teilen. Wie gehen wir damit um? Also ich habe 8 Bits. Ich habe gesagt, im Oktalsystem will ich Dreiergruppen bilden. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich damit eine brauchbare Zahl habe? Genau, den Rest mit Nullen auffüllen. Die Frage ist, wo? Genau, links in dem Fall. Wir sind hier bei Vorkommazahlen. Das heißt, hier füllen wir nach links auf. Würden wir Nachkommazahlen haben, müssten wir nach rechts auffüllen. Das ist auch schon eine gute Anmerkung. Es geht immer vom Komma aus gesehen, müssen wir eben gucken, dass wir die Gruppen bilden. Also bei Hexadezimal haben wir im Endeffekt vom Komma aus geguckt, die 4 und die 4. Hätten wir mit der Zahl das Ganze gemacht, dann hätten wir hier geguckt. Einmal 4, einmal 4, einmal 4. Hinterm Komma hätten wir bei Hexadezimal 2 gefunden und hätten dann nochmal zwei Nullen auffüllen müssen, damit wir da auch entsprechende Zahl haben können. Bei 0 macht das nicht so viel aus. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel 1,11 gehabt hätten, könnt ihr euch vorstellen, dann würde 1100 rauskommen bei Hexadezimal. Und dann ja, wären wir irgendwo, was wäre das dann? Das wäre dann das C wäre das dann gewesen. Genau, bei den Nullen macht es jetzt hier noch keinen Unterschied. So, bei Oktal eben auch das gleiche von den Kommastellen nach links oder nach rechts die Gruppen bilden und wenn nicht genug Platz ist, auffüllen. Das heißt, wir haben die ersten drei Nullen. Wir haben links davon 0 und zwei Einsen davor. Davor haben wir 0, 1 und hier stellen wir fest,
Hier fehlt uns eine Null zum Auffüllen. So, jetzt kommt hier nochmal die Nachfrage im Chat. Heißt es nur, wenn Nachkommastellen gibt, wird rechts aufgefüllt. Es geht darum, die beiden Teile werden unabhängig betrachtet. Also hier, es geht vom, das Komma trennt uns die Vorkommastellen und die Nachkommastellen. Für unsere Gruppenbildung gucken wir einmal auf die Vorkommastellen und einmal auf die Nachkommastellen. Das kann sein, dass wir nur auf einer Seite auffüllen müssen. Das kann aber auch sein, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen nur 10 Vorkommastellen, dann hätten wir jetzt auch nicht genug gehabt für hätten wir auch nicht genug für Hexadezimal 3-4er-Gruppen. Und dann würde das auch hier so sein, dass wir hier mit Nullen auffüllen. Auf der linken Seite und gleichzeitig dann auch auf der rechten Seite auffüllen, jetzt, wenn wir das damit weitergemacht hätten. Gut, jetzt. Okay, lass mich einmal kurz das hier zum Ende machen mit dem Oktalsystem. Wir haben jetzt drei Dreiergruppen. Welche Zahlen wären das jetzt im Oktal? Oben so ein bisschen jetzt die Hilfe. Was wäre das jetzt für eine Zahl im Oktalsystem, die ich hier habe? Okay, ja, die Antwort im Chat ist richtig. Ich habe mich natürlich vertippt, sehe ich gerade. Gut, dass man dann mal andere fragt. Also eigentlich ist es ja hier die 1-0. Ich habe irgendwie die Zahlen verdreht. Da seht ihr, passt bitte zu Hause auf, dass ihr Zahlen drehen. Ich habe, genau, wir gucken uns die Einsen an. Wir haben hier vorne, eben hatten wir 001, dann wäre es eine 1 gewesen. Jetzt ist es 010, dann ist es die 2. Das zweite, die 110, ist die 6 und das dritte, dreimal die 0, ist die 0. Das heißt, wir haben hier 260 im Oktalsystem und darüber haben wir B0 im Hexadezimalsystem. Okay, das sollte dann soweit eigentlich machbar sein. Dann war jetzt noch eine Frage im Chat zu 0,0100, ob das 0,2 oder 0,4 wäre. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Bezieht sich das darauf, wie viele Nachkommastellen wir nehmen oder okay, die Nachkommastellen. Also die Nachkommastellen immer vom Komma aus. Das heißt, also alle Kommastellen, auch Vor- und Nachkommastellen, immer die Kommastellen immer vom Komma aus sich angucken. Wenn wir dann hier sowas haben wie 0,1, 0,0100, dann würden wir die Gruppen auch entsprechend vom Komma aus bilden. Das wäre dann halt entweder 0100 beim Hexadezimal. Oder es wären 0, 1, 0 und dreimal die 0 bei Oktal das Ganze. Beantwortet das die Frage an der Stelle? Okay. Genau, also wie gesagt, hier das Komma ist immer wichtig und dann bilden wir die Gruppen nach links oder nach rechts. Wir wollen aber jetzt nicht nur mit Gruppen bilden. Wir haben noch ein zweites Verfahren, das haben wir letzte Woche schon mal kurz benutzt, nämlich mit Potenztabellen das Ganze zu machen. Erinnert ihr euch noch, wie das jetzt war, wie ich mit den Potenztabellen das Ganze umrechne?
Okay, genau. Also ich würde mir eine Potenztabelle aufstellen, das Ganze irgendwie einmal runterschreiben von den Potenzen. Ich tippe das jetzt nur mal ganz kurz. Also 0 wäre der hoch 0 wäre der Wert 2, hoch 1 wäre der Wert 4, hoch 2 wäre der Wert 8. Hoch 3 wären wir dann bei 16. 4 wären wir bei 32. 5 bei 64. Ich habe bestimmt irgendwo was für. Dankeschön. Ja, hoch 0 ist gleich 1. Natürlich auch alles um 1 verschoben. Gut, dass ihr aufpasst. Also hoch 0 ist natürlich 1. Hoch 1 ist 2. 2 ist 4. 3 ist 8. 4 ist 16, 5 ist 32 und 6 wäre dann 64, 7 wäre dann 128 und jetzt könnte ich noch 8, dann sind das 256, dann bin ich über der 176. Bitte nicht so aufschreiben, das habe ich jetzt nur, dass wir es einmal hier stehen haben. Ihr wisst selber, wie Potenzen ordentlich geschrieben werden. Also, was wir dann eben machen, wir gucken uns an das Ganze, wie häufig passt das auch. Wir haben einen Rechenschritt, wir fangen an mit der 176 minus einmal 128, die wir abziehen. Dann haben wir einen gewissen Rest davon, das müssten 48 sein. Gucken das Ganze weiter. 48, davon können wir 0 mal 64 abziehen. Das ist auch ein Schritt, den wir natürlich immer noch berücksichtigen sollen. Haben immer noch 48 an Rest. Und gehen das Ganze durch. Also 48 minus 1 mal 32, dann haben wir Rest von 16. 16 minus 1 mal 16 hat dann den Restwert 0. Ja, jetzt wissen wir schon, wie es weitergeht. Im Endeffekt geht das dann noch so weit weiter, bis wir dann am Ende wieder unseren Abschluss haben. 0 minus 0 mal 1. Also am Ende ja Potenz hoch 0 mit dem Wert 1 wird abgezogen. Und spätestens hier sollten wir dann auf den Wert 0 kommen. So, das heißt, wir haben jetzt einmal alles durchberechnet. Wir können dann, auch das wieder schon, wir sehen dann halt, dass wir ablesen können, wo unsere Potenzen sind. Wir haben hier 1 und 0 jeweils, also ist die Potenz benutzt oder nicht. In dem Fall ist es so, dass wir hier von oben nach unten gucken, weil die größte Potenz, die wir nutzen, natürlich links stehen sollte. Das heißt, wir können das Ganze jetzt einmal aufschreiben. Wir haben 176 im Dezimalsystem genommen. Und dann haben wir 1 mal 2 hoch 7 plus 0 mal 2 hoch 6 plus 1 mal 2 hoch 4 plus 1 mal 2 na, natürlich die 5 vergessen. Also einmal 2 hoch 5 wäre das eine. Und einmal 2 hoch 4. Plus 0 mal 2 hoch 3. Plus 0 mal 2 hoch 2. Plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Da haben wir alles. Also hoch 6, hoch 7 und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einmal, 0 mal, einmal, einmal. Und den Rest mit Nullen, weil da nichts mehr kommt. Da sind wir schon auf 0 runter. Und daraus können wir dann eben auch aufschreiben, wie unsere Potenz aussieht. Und wisst ihr, was schön ist?
Wir haben ja eben genau die gleiche Zahl gehabt. Na, das war hier die 1011 mit 4 mal und dann 4 mal die Nullen. Und genau das gleiche haben wir hier auch wieder. Also scheinen wir uns ja nicht verrechnet zu haben. Sehr erfreulich. Okay, das also zu den einfachen Umwandlungen. Wir können das Ganze jetzt natürlich noch uns anders anschauen. Wir haben jetzt nur einfache Zahlen. Ja, wir haben eben schon ein bisschen über Kommastellen gesprochen. Und so sollten wir uns auch hier einmal damit beschäftigen, weil ihr habt auch in der Hausaufgabe Zahlen mit Kommastellen. Und zwar in dem Fall hier die Zahl 6,75 schauen wir uns an, also eine Kommazahl, einmal mit Potenztabelle, einmal mit Divisionsrestverfahren. Genau, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich das Ganze mit, oder wenn ich jetzt mit Potenztabellen vorgehe, wie würdet ihr da vorgehen von dem Ganzen? Muss ich da was ändern? Kann ich da weitermachen? Na, zur Erinnerung, wir hatten eben. Eben haben wir mit Potenztabellen hier runtergerechnet, bis wir bei 0 sind. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir das Ganze mit einer Kommazahl machen? Na, annähernd brauchen wir das Ganze nicht. Okay, vielleicht ist das noch nicht so ganz präsent. Vielleicht war das auch noch nicht so, dass ihr das schon so sehr irgendwie mitgekriegt habt in der Vorlesung oder noch nicht so dazu gekommen wart. Im Endeffekt ist es so, bei Potenztabellen können wir das Rechenverfahren genauso weiter durchführen. Also wir. Wir starten das Ganze mit unseren Rechenschritten. Und unserem Rest, den wir haben. Das heißt, wir fangen an 6,75 minus, da ist jetzt natürlich die höchste Potenz, die wir abziehen können, ist die 4. Also einmal 2 hoch 2. Heißt, dass wir einen Rest haben von 2,75. Da können wir nochmal die 2 abziehen. Also einmal 2 hoch 1. Sind wir bei 0,75 Rest. So, nächste Potenz wäre 2 hoch 0. Also die 1, die können wir nicht abziehen. Das heißt, sagen wir wieder 0 mal 2 hoch 0. Bleiben immer noch beim Rest von 0,75. Und das Schöne ist, Potenzen gehen ja nicht nur ins Positive, sondern sie können ja auch ins Negative gehen. Das nächste ist dann 2 hoch minus 1. 2 hoch minus 1 ist die Hälfte von 1, also 0,5. Und das können wir wieder abziehen. Wir können dann 0,75 minus 0,5, das passt von dem Ganzen. Das heißt, wir sagen minus 1 mal 2 hoch minus 1. Dann sind wir bei 0,25. Und von 0,25 können wir dann minus 1 mal 2 hoch minus 2. Ne? Zur Erinnerung, wir waren bei 2 hoch minus 1, sind wir bei 0,5. Das nächste, wieder die Hälfte davon, ist 0,25. Das können wir dann wieder direkt abziehen. 2 hoch minus 2 wäre das. Und dann haben wir auch tatsächlich hier unseren Wert 0 erreicht. Wenn wir das Ganze
dann jetzt aufschreiben würden mit den ganzen Potenzen, haben wir also 1 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0 plus 1 mal 2 hoch minus 1 plus 1 mal 2 hoch minus 2. Und das Ganze abgelesen ergibt uns dann den Wert 1, 1, 0. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben ja hier Vor- und Nachkommastellen. 2 hoch 0 ist das Letzte, was vor dem Komma noch kommt. Ja. Das heißt, diese Potenz hier ist die letzte, die ich vor dem Komma aufschreibe. Alles danach ist nach dem Komma. Das heißt, hier setze ich das Komma und dann habe ich noch die 2 hoch minus 1 und die 2 hoch minus 2. Ja, und damit habe ich auch meine Zahl umgewandelt mit Hilfe von Potenztabellen. So, wenn ihr gedanklich nochmal Schwierigkeiten habt, guckt euch nochmal an, wie war das eigentlich, wie läuft das weiter mit Potenzen im Negativen. Also ne, 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch minus 1 ist 0,5, 2 hoch minus 2 ist 0,25. Dann geht es weiter mit 0,125, 0,0625 müsste dann die nächste sein. Auch das im Zweifel, sonst einmal kurz runter aufschreiben. Viel weiter als minus 2 hoch 4. Oder 2 hoch 5 gibt es in den Rechnungen, die wir jetzt in RSB machen, allerdings eher selten. Okay. Alles klar, damit haben wir mit Potenztabellen das gemacht. Das zweite Verfahren wäre dann die gleiche Kommazahl, 6,75, mit Hilfe vom Divisionsrestverfahren. Wie mache ich das denn da? Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt bei der Umrechnung aufpassen muss beim Divisionsrestverfahren, wie ich damit vorgehe, wenn ich so eine Zahl, eine Kommazahl habe? Absolut richtig, genau. Wir müssen Vor- und Nachkommastellen trennen. Also Berechnung getrennt nach Vor- und Nachkommastellen. Vor dem Komma haben wir die 6. Da gehen wir so vor, wie wir das auch eben schon mit der 176 gemacht haben. Also wir teilen das Ganze durch 2, so lange bis wir bei 1 durch 2 gleich 0 ankommen. Also 6 durch 2 ist gleich 3 Rest 0. 3 geteilt durch 2 ist gleich 1 Rest 1. Und 1 geteilt durch 2 ist gleich 0 Rest 1. Das die Vorkommastellen. Für die Nachkommastellen, auch das eben richtig gesagt, wir machen da Multiplikation mit 2, damit wir dann eben irgendwann auch auf volle Zahlen kommen. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, 0,75, wenn wir das jetzt durch 2 weiterteilen, das funktioniert irgendwie auch nicht. Ne? Dann kommen wir irgendwie, da kommen wir ja nie auf ein Ende. Die Zahl wird ja immer weiter dann nur geteilt. Also insofern für Nachkommastellen 0,75 multiplizieren wir mit 2. Kriegen dann auch entsprechend einen Wert raus. 0,75 mal 2 ist 1,5. Auch hier gucke ich wieder, es gibt auch wieder Reste. 1,5 heißt, ich bin mit über 1 gekommen. Das heißt, ich habe einen Rest von 1 und ich habe aber 0,5, was noch als Kommazahl übrig bleibt. Das heißt, die 1,5 schreibe ich auf als 0,5 Rest 1. Und mache dann weiter. 0,5 mal 2 ist dann gleich 0 Rest 1, weil das Ergebnis 1,0 wäre. Und das ist dann wiederum ähnlich wie links. Mit 1 durch 2 gleich 0 Rest 1 ist 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1 der Abschluss, dass wir fertig sind mit der Multiplikation. Und wir können dann unsere Kommastellen ablesen. Wie ist denn das jetzt?
Wie lese ich da jetzt meine Zahl ab? Vor dem Komma wussten wir ja, dass das von unten nach oben geht. Wie ist das mit Nachkommastellen? Mache ich das gleich? Mache ich das anders? Genau, ich mache das genau andersrum. Das heißt, also vor dem Komma, von unten nach oben, nach dem Komma das Ganze von oben nach unten. Macht in dem Fall bei unserem Beispiel keinen Unterschied, würden wir nicht merken, aber an anderen Stellen wäre das halt eben hässlich. Das heißt für uns Ergebnis von unten nach oben, Vorkommastellen 1, 1, 0. Und Nachkommastellen von oben nach unten 1 und 1. Also auch hier nehmen wir die Restwerte. Kommen auf den Wert 110,11. Und ja, wir haben das eben ja schon mit den Potenztabellen berechnet, haben den gleichen Wert rausgekriegt. Das ist super. Das heißt, wir haben uns nicht verrechnet. Soweit, so gut. Okay, das sollte eigentlich reichen. Wir haben das jetzt schon relativ lang gebraucht für den Teil, aber das kommt immer mal wieder vor. Insofern ganz gut, wenn wir hier einmal die Grundlagen gelegt haben. Und als nächstes gehen wir in die andere Richtung. Wir haben mal kurz schauen, den Wert. Genau, wir haben eine Dualzahl in dem Fall gegeben, die wir in eine Dezimalzahl umwandeln wollen. Und insofern, ja, das Einfachste ist dann tatsächlich eben auch hier mit Potenztabellen davor zu gehen. Wer kann mir sagen, wie würde ich das aufschreiben, wenn ich das jetzt umwandeln will? Ich habe die Dualzahl 1100,1. Und will das Ganze ins Dezimale kriegen. Wie würde ich das jetzt aufschreiben? Ich hinte sonst mal so ein kleines bisschen zurück zu dem, wo wir hier mit der 176 gerechnet haben. Ich habe eine Dualzahl. Was weiß ich über eine Dualzahl relativ sofort, wenn ich nur da drauf gucke? Für jede einzelne Stelle. Ah, okay, ich helfe euch mal ein bisschen. Also, was ich hier sehe, ist, ich weiß ja für jede einzelne Stelle, welche Potenz dahinter steckt. Und das Schöne ist, dass ich die Potenzen im Dualsystem meistens ja eben auch noch recht gut im Kopf kenne, die kleineren. Oder mir eben sehr schnell runterschreiben kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Zahl habe, wie die 1100,1, dann kann ich halt einfach sagen, gut, ich habe erste Potenz ganz links, also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 ist die erste hier vorne. Das heißt, einmal 2 hoch 3 plus einmal 2 hoch 2. Na, das ist die zweite 1. Dann kommen zwei Nullen. Die sind also nicht benutzt, die Potenzen. Das ist die 2 hoch 1 und die 2 hoch 0. Dann habe ich die Nachkommastellen, die 1 hier noch. Und das heißt, die 2 hoch minus 1 wäre das, die ich auch einmal nutze. So, einmal 2 hoch minus 1. Das einmal alles geschrieben. Wir sehen, relevant
sind hier die ersten beiden Potenzen und die letzte Potenz. Wenn ich das Ganze mir jetzt dezimal aufschreibe, und dann gucke ich halt eben 1 mal 2 hoch 3, welche Potenz, was, 2 hoch 3, was war das jetzt dezimal? Ah ja, 2 hoch 3 war die 8. Und dann gucke ich einmal 2 hoch 2, ist auch dort vor, kommt auch vor. 2 hoch 2 ist die 4. 2 hoch 1, 2 hoch 0 kommt nicht vor. Nächste ist dann die 2 hoch minus 1. Das haben wir eben gesagt, Nachkommastellen. Aha, 2 hoch minus 1, erste Nachkommastelle war 0,5. Das heißt, ich habe 8 plus 4 plus 0,5 und meine Zahl ist 12,5. Im Dezimalsystem. Also ich habe jetzt umgewandelt, meine Zahl genommen, habe mir aufgeschrieben die einzelnen Potenzen, habe dann für die belegten Potenzen die Werte mir ins Dezimalsystem aufgeschrieben und dann eine einfache Dezimaladdition gemacht. Kein besonderes Hexenwerk wieder. Genau, das sollte ein. Ja? Okay, das ist eine gute Frage zu, wie sieht es mit Klausuren aus? Also erstmal grundsätzlich für Klausuren, bevor irgendjemand da irgendwas anderes denkt. Ich kenne natürlich nie die Klausuren im Detail oder überhaupt die Klausur, wie sie kommt. Die werden von Andreas Meder und anderen Mitarbeitern bei TAMS ausgearbeitet. Insofern kann ich nie hundertprozentig sagen, was in der Klausur drin vorkommt. Ich kann allerdings, und das tue ich in der Regel auch, das werdet ihr merken über Semester, euch sagen, was ich aus den letzten Jahren mitgekriegt habe, wie Klausuren aussahen und was typisch ist. Klausuren enthalten in der Regel einen sehr, 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 sehr starken Teil an Aufgaben, die ähnlich sind zu Übungsaufgaben. Das heißt, es ist immer sehr sinnvoll, sich mit Übungsaufgaben vorzubereiten. Und dann könnt ihr auch natürlich überlegen, welche Art von Übungsaufgaben ist vielleicht auch sinnvoll, gut in der Klausur unterzubringen. Und sowas wie das, was wir hier jetzt machen, Zahlenumwandlung, das lässt sich natürlich super mit einem anderen Beispiel, mit anderen Beispielwerten auch in der Klausur machen. Zu der Frage, wie weit man die Nachkommastellen lernen muss. Also ich hätte halt gesagt, es ist ganz gut, wenn ihr eben wisst, wie das funktioniert und irgendwie, sag mal, bis minus 2 hoch 3 vielleicht das irgendwie noch relativ schnell hinkriegt. Und ansonsten kann ich da nur sagen, schreibt das uns einmal kurz irgendwie auf dem Schmier, auf einer Rückseite, auf der Schmierseite oder so. Einmal kurz runter. Minus 1 ist 0,5, minus 2 ist die Hälfte, ist 0,25, nochmal die Hälfte davon ist 0,125. Und dann im dümmsten Fall müsst ihr dann halt nochmal durchteilen. Also mehr als minus 2 hoch 4 habe ich selten irgendwie erlebt, dass das vorgekommen ist. Es hilft euch natürlich, wenn ihr die Potenzen zumindest bis dahin kennt, also minus 2 hoch 3 oder minus 2 hoch 4, weil ihr dann nicht runterschreiben müsst. Aber auch da, wenn ihr euch unsicher seid, dann seid ihr mit 10 Sekunden das einmal so runterschreiben. Gleiche gilt auch in die andere Richtung nach oben. 10 Sekunden runterschreiben, spart ihr euch 2 Minuten drüber grübeln, ob ihr jetzt den richtigen Wert genommen habt. Das kann ich da auch mal nur als Tipp geben. Genau. Dann wollte ich weiter zu Addition wollte ich gerade gehen. Ne, das war nicht das, was ich wollte. Mal gucken. Da wollte ich hin. Addition in Stellenwertsystem. Das ist Aufgabe 3.3. Es sollen zwei Zahlen addiert werden. Die sind uns gegeben im Dezimalsystem. Und die sollen im Dualsystem und im Hexadezimalsystem addiert werden. So, wir machen das Ganze mal mit einem etwas runtergebrocheneren, einfacheren Beispiel, damit wir nicht so ewig brauchen, mit der Zahl 11 und der Zahl 5. Das Ganze in Dual, Oktal und Hexadezimal. Wenn wir eine Zahl im Dualsystem addieren sollen und uns ist das als Dezimalzahl gegeben, was müssen wir wohl als erstes machen?
Genau, wir sollten das Ganze umwandeln, sonst ist das so ein bisschen schlecht. Sonst können wir nämlich hier nichts machen mit addieren. Also 11. Entschuldigung, ich habe gerade mal wieder auf der falschen Folie getippt. So, also 11 im Dualsystem. Das ist in dem Fall ja noch eine der Hexadezimalzahlen, die wir kennen. Haben wir vorhin einmal geguckt, ne? 9 war 1011, 10 war 1010, 11 war 1011 dann. Ich mache das jetzt einmal hier kurz. Für die Hausaufgabe heißt es natürlich, wenn ihr das Ganze so machen sollt, dann müsstet ihr einmal auch hier die Zahl in eine Dualzahl umwandeln. Ob ihr das mit Divisionsrestverfahren oder Potenztabelle macht, ist euch überlassen. Das ist hier nicht vorgegeben im Gegensatz zu 3, 1, B und C. Das könnt ihr also dann beliebig machen, aber denkt halt dran, wenn ihr das in Dual und Hexadezimal machen sollt, dann müsst ihr das Ganze einmal umwandeln erst. Hier können wir das noch im Kopf machen, weil das Ganze auch hier Oktalsystem, ne, Dreiergruppen bilden, also eine 1 vorne, 0, 1, 1 hinten. Das heißt, wir haben 1, 3 im Oktalsystem und, was hatten wir gesagt, 1, 0, 0, 1. Ne, ihr merkt, ich merke mir immer die 9, die habe ich mir für mich gemerkt im Hexadezimalsystem. Da komme ich einfach dann schneller, wenn ich dann hochrechne. 1, 0, 1, 1. Nee, 1, 0, 0, 1 ist die 9. 1, 0, 1, 0 ist A. 1, 0, 1, 1 ist dann also B. Das heißt, die Zahl, die wir vorliegen haben, ist B im Hexadezimalsystem. Das gleiche auch mit der 5. Das ist 101 im Dualsystem. Das ist die 5 im Oktalsystem und das ist auch einfach die 5 im Hexadezimalsystem. Ja, auch da für die Hausaufgabe, wenn ihr das Ganze dann einmal die Ausgangsdezimalzahlen umgerechnet habt ins Dualsystem, macht das mit den Bitgruppen und dann könnt ihr da direkt die Zahlen Oktal und Hexadezimal ablesen. Okay, alles Vorgeplänkel, weil an sich wollen wir ja addieren. Wir haben einmal das Dualsystem. Und ja, wie ist das Ganze mit Additionen? Wisst ihr was über Additionen in Dualsystem, Oktalsystem, Hexadezimalsystem? Fangen wir erstmal mit Dual an. Addition im Dualsystem. Genau, also im Endeffekt wie im Dezimalsystem das Ganze. Wir haben Übertrag und wir addieren ganz normal. Wir müssen halt natürlich darauf achten, wir sind im Dualsystem unterwegs. Das heißt, wir haben sofort einen Übertrag, wenn wir zwei Einsen addieren. Ne? 0 plus 0 ist natürlich 0. 0 plus 1 ist 1. 1 plus 1. Aha. Okay, da haben wir zwei Einsen. Da sind wir quasi beim Wert 2. Aber ne, 1 plus 1 ist ja 1, 0. Also 1 ist der Übertrag und 0 das, was wir unten hinschreiben. Im Endeffekt muss man das dann nur wirklich Stelle für Stelle durchgehen. Im Dezimalsystem hat man unter Umständen ja größere Werte. So, was haben wir gesagt? 1, 0, 1, 1 war die erste Zahl. 1, 0, 1 die zweite. So, wir schreiben dann gerne mal hier so eine hübsche Übertragszeile, dass man das einmal sauber abtrennt und das nicht irgendwo nur als kleine Zahl reinschreibt. Das ist also auch eben so ein Tipp, wenn ihr euch im Dezimalrechnen irgendwie angewöhnt habt, immer irgendwo so kleine Überträge reinzuschreiben. Wenn ihr das euren Übungsgruppenleitern einfacher machen wollt und euch, auch wenn ihr nochmal auf die Aufgabe guckt, macht so eine Übertragszeile da, wo ihr das explizit schreibt, kann man Fehler besser sehen und außerdem ist es besser leserlich. So, von hinten angefangen, was hatte ich gesagt? 1 plus 1 haben wir gleich auf den letzten beiden Stellen. Das heißt, hier haben wir schon einen Übertrag auf der vorletzten Stelle und auf der letzten Stelle die 0. 1 plus 1 ist Übertrag 1 mit Rest 0.
Dann haben wir eine 1 und eine 0 und unseren Übertrag 1 heißt 1 plus 0 plus 1 ist, oh, wieder eine 1 im Übertrag und ein Ergebnis von 0. Und wir gucken auf die dritte Stelle. 0 plus 1 plus unser Übertrag 1. Ja, da haben wir wieder eine 1 im Übertrag. Jetzt wollte mal gucken, irgendwie hat er das ein bisschen verschoben. So, haben wir wieder eine 1 im Übertrag und eine 0 unten. Und auf der ersten Stelle 1 plus 1. Die andere Zahl ist schon zu Ende. Das soll uns nicht stören. 1 plus 1 ist schon wieder Übertrag von 1. Und eine 0 an der Stelle, wo wir gerade sind. Und natürlich nochmal einen davor, den Übertrag 1. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir den auch noch einmal schreiben. Okay, also eine relativ lange Zahl. 1, 0, 0, 0, was sind das? 1, eine 1 und 4 Nullen insgesamt, wenn wir das Ganze zusammenrechnen. Ähnlich also wie im Dezimalsystem. Wie ist das im Oktalsystem? Auch hier machen wir eine schriftliche Addition. Worauf müssen wir beim Oktalsystem achten? Genau, ab 8 haben wir den Übertrag. Ne? Denk dran, immer in diesen Stellenwertsystemen, sei es das Dualsystem, das Oktalsystem, das Dezimalsystem oder Hexadezimalsystem, dass immer die Basis des Stellenwertsystems minus 1 ist die höchste Zahl, die wir darstellen können. Also wenn wir Stellenwertsystem 2 haben, ist 2 minus 1 die höchste Zahl, die wir darstellen können. Alles darüber geht dann eben in die nächste Stelle. Bei 8 ist es dann also 8 minus 1 ist dann 7. Es gibt keine 8 im Oktalsystem, die da steht. Wenn ihr irgendwo eine Zahl in Oktalformat schreibt und ihr habt eine 8 da drin, dann solltet ihr nochmal nachdenken, weil dann ist irgendwo, da ist da noch ein Fehler oder auch eine 9 oder sonstiges. Dezimal, das höchste ist eine 9, ne? Eine 10 kennen wir gar nicht. Das sind dann zwei Stellen, das ist dann 1 und 0. Und bei Hexadezimal, das höchste ist ein F. Das ist dann der Wert 15. Der Wert 16 ist dann ja schon wieder der Wert 1, 0. Gut. Das gehört natürlich dahin. So, wir gucken uns an. Das ist jetzt eine relativ kleine Rechnung natürlich. Also, wir haben 13 plus 5. Also auf der letzten Stelle 3 plus 5. Das ergibt 8. 8 haben wir gerade eben gesagt. Ist schon der erste Übertrag. Den sollten wir dann auch entsprechend aufschreiben. Übertrag und entsprechender Rest 0. Auch hier gelte jetzt, wenn wir jetzt 13 plus 6 gerechnet hätten, das wäre ja dann 3 plus 6 gleich 9, dann hätten wir einen Übertrag für die 8 und dann hätten wir noch einen Rest 1. Das wäre dann das, was wir da drunter schreiben würden. Ja, das wäre dann also, dann müssen wir wieder die 8 abziehen. Spannend ist natürlich, wenn wir dann uns das Ganze auch nochmal hexadezimal angucken. Das machen wir als nächstes. Ist aber das Gleiche. So, 3, 5, den Übertrag haben wir. Auf der zweiten Stelle 1 plus den Übertrag 1. Das heißt, hier ist einfach der Wert 2, 0. So, dann noch einmal kurz hexadezimal. Wir haben hexadezimal. Der erste Wert ist das B. Der zweite Wert ist die 5. So, da kam noch eine Nachfrage zum Oktalsystem. Also, bis inklusive 7 gibt es keinen Übertrag und ab 8 gibt es dann den Übertrag.
immer wie gesagt, dran denken, was ist die höchste Zahl, die dargestellt werden kann. Eine 8 gibt es eh nicht. Eine 7 können wir darstellen, das ist dann auch die letzte Stelle. Das ist wie wenn wir im Dezimalsystem uns angucken, wir sagen irgendwie, wir rechnen 9 plus, nee, wir rechnen 8 plus 1, dann haben wir noch die 9. 9 ist die höchste Zahl, die wir darstellen können, haben wir keinen Übertrag. Wir rechnen 8 plus 2 im Dezimalsystem, haben wir 10. 10 können wir nicht darstellen, also haben wir da einen Übertrag. Und das gilt halt für die anderen Zahlensysteme genauso. Jetzt haben wir das Hexadezimalsystem, jetzt haben wir, das heißt, Maximum von f gleich 15, also 15 Dezimal ist ja f im Hexadezimalsystem das höchste, was wir darstellen können. Und wir fangen an mit b plus 5. Welcher Wert ist das? Was kommt da raus, wenn ich das zusammenzähle? B plus 5 im Hexadezimal. Genau, das ist direkt die 16. Wer da jetzt gerade noch mal unsicher ist, ne? Also B plus 1 ist C, plus 2 ist D, plus 3 ist E, plus 4 ist F, plus 5 ist dann die 1, 0. Also weil es die 16 ist. Hexadezimal, muss man mal so ein bisschen gucken, ist vielleicht nicht so ganz eingängig. Auch Oktal natürlich, guckt bei Oktal immer, wenn ihr Berechnung macht, dass ihr euch nicht irgendwie aufs Glatteis führen lasst, dadurch, dass ihr denkt, ah, die Zahl sieht ähnlich aus wie im Dezimalsystem, das ist das höchste Risiko, was ihr da habt. Genau, Hexadezimal haben wir immerhin durch die A, B, C, D, E und F, dass wir viel mehr im Kopf auch da uns bewusst sind, dass wir im anderen System arbeiten. Also, b plus 5 ist 16, das heißt, wir haben einen Übertrag von 1 auf der Stelle davor. Wir haben dann noch einen Rest von 0 und die 1 müssen wir natürlich dann auch an der Stelle davor schreiben. Das heißt, b plus 5 ist einfach 16 in Hexadezimal. Genau, dann habe ich das Ganze ausgerechnet. Achso, warum habe ich eigentlich Oktal mit euch gerechnet? Brauchen wir nur Dual und Hexadezimal. Egal, kann nicht schaden, kommt bestimmt an anderer Stelle wieder. Dann haben wir es auf jeden Fall einmal durch. Bisschen drin im Ganzen. Ja, genau. Ihr seht, im Endeffekt hängt es ja immer vom Zahlensystem ab, wie viel man machen darf. Also genau, für zu Hause nur Dualsystem, Hexadezimalsystem. Also auf jeden Fall dran denken, dass ihr die Ergebnisse noch mit aufschreibt, was das Ganze da jeweils ist. Das heißt, wir haben eine 1 mit 4 Nullen im Dualsystem. Wir haben eine 2 Null im Oktalsystem. Und wir haben eine 1 Null im Hexadezimalsystem in dem Fall. Genau, zu Hause könnt ihr das Oktal dann weglassen. Gut, weiter dann zur nächsten Aufgabe. Wir haben jetzt addiert. Nächste ist, wir wollen das Ganze multiplizieren. Da sind wir dann bei 3, 4. Und ich fürchte, es wird... Ja, mal gucken, wie wir mit der Zeit heute sind. Kann gut sein, dass wir ein bisschen drüber sind. Es sind relativ viele Aufgaben auf dem Blatt. Aber wie ich letztes Mal gesagt habe, ich mache, wenn ich nicht andere Termine direkt im Anschluss habe, mache ich auf jeden Fall bis zum Ende. Und weil ich finde es wichtiger durchzugehen, als irgendwelche Sachen offen zu lassen. Gut, 3.4, Multiplikation. Wir haben zwei Zahlen, wir wollen das Ganze multiplizieren. Wie, ja, weiß jemand von euch, wie Multiplikation im Dualsystem aussehen könnte oder aussieht? Okay, ja, wir sind wieder sehr ähnlich wie zum Dezimalsystem. Wie macht man das denn im Dezimalsystem? Es gibt so einen schönen Begriff, den man, also zumindest bei mir damals im Matheunterricht auch genutzt hat. Das Ganze schimpft sich da oder schimpfte sich damals ja irgendwie schriftliche Multiplikation und war dann irgendwie so richtig, ja, man konnte es richtig groß machen. Schriftliche Division war da noch lustiger. Irgendwann habe ich das mal zum Spaß gemacht.
irgendeine Riesenzahl mit Nachkommastellen zu dividieren. Das war keine gute Idee, da habe ich 3 Mathestunden gebraucht, aber egal, was man so nebenbei halt macht. Also, wir machen aber Multiplikation, die ist noch etwas einfacher. Wir schreiben das Ganze runter. Wir haben die 1011 mal 101. Und dann gehen wir so vor, dass wir jede Stelle der zweiten Zahl nehmen, mal der ersten Zahl und das Ganze untereinander schreiben und am Ende addieren. Wirkt jetzt erstmal nicht so spannend. Ich sage es mal so, je länger die beiden Zahlen sind im Dualsystem, desto wichtiger ist es, das sauber untereinander zu schreiben. Bei 3 Stellen wirkt das natürlich sich noch nicht so sehr aus. Was etwas einfacher ist als im Dezimalsystem, ist, dass es immer nur die Frage ist, schreiben wir die erste Zahl hin oder schreiben wir sie nicht hin, weil wir damit gar nicht im Kopf mehr was irgendwie multiplizieren müssen, sondern wir schreiben sie erstmal nur hin oder schreiben sie nicht hin. Beginnt immer ab der Zahl, mit der wir multiplizieren. Das heißt, die erste Stelle, die 1 hier. Das heißt, ich schreibe nach links die 1101. Müssen wieder einrücken, weil ich das einmal habe. Dann habe ich hier die 0. Ich kann grundsätzlich die Multiplikation mit 0 weglassen. Ich kann sie auch hinschreiben. Wenn ich sie hinschreibe, habe ich den Vorteil, dass ich nochmal explizit weiß, okay, ich habe auf jeden Fall jetzt nicht irgendwo eine Stelle übersprungen in dem Verschieben. Also gerade wenn viele Nullen dazwischen sind, zwischen zwei Zahlen, lohnt sich das. Aber wenn man sie weglässt, spart man natürlich ein paar Zeilen und kann vielleicht einfacher von oben nach unten addieren. Ich schreibe es jetzt mal hin, damit wir auf jeden Fall wissen, dass wir es drin haben. Und dann als letztes haben wir nochmal die letzte 1, auch hier von hinten angefangen, darunter zu schreiben. 1, 1, 0, 1. Achtet ein bisschen auf die Einrückung. Ich muss hier auch immer so ein bisschen gucken, das verrutscht gerne. Dass das noch leserlich ist. So, dann habe ich einmal quasi geguckt, welche Zahlen brauche ich für welche Stelle. Denkt immer dran hier, das sind so implizite. Ich glaube, noch nicht weitergegangen. Das hier sind so implizite Nullstellen, also Nullen für zwei Stellen. Hier ist eine Null eigentlich noch dahinter, die ich halt nur einfach nicht hingeschrieben habe durch die Einrückung. So, das Ganze noch addieren. Auch hier kann es natürlich einen Übertrag geben. Das lohnt sich also, den hier auch einmal zumindest festzuhalten, falls es eingeben kann. Also wenn ich relativ viele Zahlen habe von oben nach unten, dann kann es natürlich auch sein, dass ich einen Übertrag habe, der relativ groß ist. Dann muss ich eben auch gucken, dann kann es sein, dass ich nicht nur einen Übertrag von 1 habe, sondern vielleicht auch einen Übertrag von 1, 0 habe, den ich mir dann aufschreibe. Da gibt es verschiedene Schreibweisen. Die eine ist, dass man das an der Stelle direkt untereinander schreibt mit 1, 0. Also, dass man dann. Ich habe den Platz jetzt hier gerade nicht, da, weil ich das relativ eng geschrieben habe. Also, dass man 1, 0 nebeneinander schreibt. Es gibt auch Schreibweisen gesehen, die einen Übertrag von zum Beispiel 1, 0 untereinander schreiben würden. Ich meine, beides kommt irgendwie auch in der Vorlesung oder an verschiedenen Stellen in den Übungen vor. Insofern müsste beides eigentlich in Ordnung sein, hätte ich gesagt. Genau, rechnet nur einfach damit, dass ein Übertrag auch größer sein kann als 1, wenn wir mehrere Zahlen haben im Dualsystem. So, dann fangen wir von hinten an. Ganz einfach wieder das zu addieren. Letzte Stelle ist eine 1, die vorletzte Stelle 0 plus 1 ist 1, drittletzte Stelle 1 plus 0 plus 0 ist wieder eine 1, viertletzte Stelle 1 plus 0 plus, bisschen verrutscht hier, 1 plus 0 plus 1 ist Übertrag von 1 mit einem Rest von 0. Zweite Stelle von vorne ist dann 0 plus 0 plus nicht vorhanden plus unseren Übertrag von 1. Dann haben wir hier die 1 und die erste Stelle haben wir noch die 1 ganz vorne. Und haben dann unsere Zahl als Ergebnis.
So, jetzt muss ich gerade mal gucken, da ist noch eine Frage. Okay, also die Frage geht darum, wenn wir einen Übertrag von 100 haben, dann, genau, da müssen wir ein bisschen schauen. Also wenn wir hier unsere Stellen in dem Ganzen haben und wir haben hier irgendwie, dass wir hier auf die 100 kommen, dann würde das eigentlich wären das ja vier Einsen. Vier Einsen an der zweiten Stelle führt dazu, dass wir hier zweimal einen Übertrag bilden und im Endeffekt wir hier an die Stelle. Nee, warte mal, wo bin ich jetzt gerade? Genau, 100, 4. Den Übertrag von 100, die kriegen wir, wenn wir hier 4 Einsen haben, so rum. Also wir haben quasi hier 4 Einsen. Aus welchen Gründen auch immer. Dann gucken wir uns das Ganze an. Das würde dazu führen, dass wir hier quasi einmal einen Übertrag haben. Durch die beiden, einmal einen Übertrag durch die beiden. Was im Endeffekt ja das gleiche ist, wie wenn ich hier 2 Einsen hätte. Und die beiden zusammen führen natürlich wieder zu einem Übertrag, was dazu führt, dass die 1 dann da ganz vorne landet. Also genau, im Endeffekt ein Übertrag von 1, 0, 0 führt dazu, dass am Ende die 1 zwei Stellen weiter links dann landet. Genau, seid nur eben, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Zahlen und Überträgen, dass ihr da nicht irgendwo was vergesst. Aber genau, die 1, 0, 0 wandert dann sehr weit nach links. Gut. Das sollte für die Hausaufgabe reichen. Genau, es gibt den Hinweis, ihr sollt Zwischenrechnung mit angeben. Mit Zwischenrechnung ist halt gemeint, dass ihr hier diesen Teil mit aufschreibt und nicht einfach nur das Ergebnis und alles, ne, und Überträge. Das ist damit gemeint. Gut, dann 3,5. Komplemente. Jetzt könnt ihr mir kurz mal helfen. Komplemente war das schon dran? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher mit dem Thema. Hattet ihr das gerade schon frisch genug? Hattet ihr? Perfekt. Gut. Und dann können wir natürlich gucken, wie viel ihr noch wisst und wo wir sonst weiter aufbauen müssen. Also, Komplemente. Im Endeffekt ist die Idee von Komplementen, dass wir damit Subtraktionen einfacher darstellen können. Das hat so ein bisschen auch historische Gründe, weil man dann einfach nur für Addition in den Schaltungen was vorbereiten musste und die Subtraktion weglassen konnte. Auch im Endeffekt ja die Kosten von Hardware-Bauteilen auch auf Maschinenebene. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Komplementen. Wir sollen mit 10er, 9er, 2er und 1er Komplement in der Hausaufgabe arbeiten. Wir gucken uns das Ganze jetzt an mit den Komplementen K10 und K2. Ich schiebe das nochmal kurz ein bisschen zur Seite, dass ihr das auch besser sehen könnt. Nehmen wir uns erstmal das 10er Komplement. Wie war das mit Komplementen? Wie rechne ich eine Zahl in ein Komplement um? Und nochmal kleiner Tipp an der Stelle: Das 10er Komplement hängt ganz stark mit dem 9er Komplement zusammen. Also, wenn ich eine Zahl im 10er oder 9er Komplement habe, oder haben will, wie rechne ich sie um? Erinnert ihr euch noch, da war was mit so bisschen Zahlen-Dingen tun? Okay, genau, gutes Stichwort, Ziffern invertieren. Also, wenn ich eine Zahl im 9er-Komplement haben will, dann muss ich die Zahlen invertieren, wie ich sie aus dem Dezimalsystem kenne. Das heißt, die 0 wird zur 9, die 1 wird zur 8, die 2 wird zur 7, die 3 wird zur 6.
Und die 4 wird zu 5, beziehungsweise genau umgekehrt. Und da war noch irgendwas mit plus 1. Genau, das liegt daran, dass, wie ich schon sagte, das 10er-Komplement hängt mit dem 9er-Komplement zusammen. Und zwar berechne ich das 10er-Komplement dadurch, dass ich das 9er-Komplement bilde und eine 1 auf der letzten Stelle addiere. Achtung, auf der letzten Stelle heißt auch wirklich auf der letzten Stelle. Das heißt, wenn ich Komma Nachkommastellen habe, dann ganz, 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 ganz hinten, ganz, ganz rechts. So, jetzt wissen wir also, wie wir ein 9er-Komplement bilden. Also ich nehme eine Zahl und ich invertiere einmal alles und ich weiß, wie ich das 10er-Komplement bilde von der Vorschrift. Jetzt habe ich hier meine Zahl 30,769 und das soll ins 10er-Komplement. Wie sehen da jetzt meine beiden Schritte aus? Wie ist die Zahl? Also welche Zahlen habe ich dann da? Muss ja erst das 9er-Komplement bilden. Also was ist quasi das 9er-Komplement von 30,769? Eine gute Frage. Wie rum mache ich das Ganze? Genau, also ich habe die Zahl, die ich in das Komplement umwandeln soll. Meine Zahl nehme ich, wie ich sie habe, und ich invertiere zuerst und ich addiere dann auf der letzten Stelle. Also deswegen der erste Schritt ist, das 9er-Komplement zu bilden. Das ist ja rein das Invertieren. Wie würde also von 30,769 die invertierte Zahl aussehen, was auch zufälligerweise das 9er-Komplement wäre? Genau, also im Endeffekt für das 9er-Komplement invertieren. Gedanklich könnt ihr immer nur daran denken, ich muss ja am Endeffekt, wenn ich dann invertiere, muss insgesamt eine 9 rauskommen für jede Stelle. Das heißt, wenn ich 3 habe, dann kommt ja durchs Invertieren, ist das die 6, 0, dann ist das die 9, Komma für die Nachkommastellen, 7, dann fehlt mir eine 2 zur 9, 6 fehlen mir 3 zu 9 und 9, dann fehlen mir 0 zu 9. Genau, wie schon richtig geschrieben im Chat, 6. 9,230. Das wäre das 9er-Komplement. Plus die 1 auf der letzten Stelle. Und letzte Stelle, sagte ich ja schon, ist wirklich, wirklich die letzte. Das machen wir mal. Machen wir einmal hier, dann sehen wir es auch schön. Und das heißt, mein 10er-Komplement von 30,769 ist dann 69,231. Hätte ich keine Nachkommastellen, dann würde das halt einfach, ne, also hätte ich nur 3,0 als Zahl, dann würde ich 6,9 als invertiertes 9er-Komplement haben. Da die 1 drauf addieren auf 6, 9 plus 1 wäre dann tatsächlich dann auch 7, 0. Gut.
Damit solltet ihr 9er und 10er Komplement bilden können. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dem Zweier Komplement, das wir bilden wollen. Also, ich habe die Zahl 10110 und das Zweier Komplement. So, das funktioniert ja irgendwie vielleicht so ähnlich, aber nicht ganz so wie das, was wir eben hatten. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich eine Zahl ins Zweier Komplement bilden möchte? Okay, es gibt da was mit 1 und 0 tauschen. 1 und 0 tauschen wäre dann was? Genau, richtig. Also auch hier, wir haben das Einer-Komplement, das quasi wir als erstes hätten, wenn wir die Zahlen tauschen. 0 und 1, auch hier wieder invertieren. Da gibt es halt nicht so viel wie beim Dualsystem. Und dann für das Zweierkomplement. Da müssen wir erst das Einerkomplement bilden und eine 1 auf der letzten Stelle addieren. Ihr seht da vielleicht so ein gewisses Muster in dem Ganzen. Kurzer Exkurs, wir haben jetzt im Endeffekt über 9er, 10er, 1er und 2er Komplement gesprochen. Im Endeffekt könnten wir das Ganze auch fürs Oktal- oder Hexadezimalsystem machen. Denn im Endeffekt haben wir das sogenannte B-Komplement einer Zahl. B steht für die Basis des Zahlensystems. Also im Dezimalsystem wäre das B-Komplement, wäre das 10er-Komplement. Und es gibt das B-1-Komplement einer Zahl. Das ist dann die Basis des Zahlensystems minus 1. Das wäre beim Dezimalsystem 10 minus 1 gleich 9, das 9er-Komplement. Und das B-1-Komplement wird immer berechnet durch Invertieren der Zahlen. Und das B-Komplement wird immer berechnet durch B-1-Komplement plus die 1 auf der letzten Stelle. Na, das heißt, wenn ich mir jetzt Oktalsystem angucken würde, dann wäre quasi mein Zielkomplement wäre das 8er-Komplement, B-1-Komplement wäre das 7er-Komplement. Wenn ich eine Zahl ins 8er-Komplement kriegen will im Oktalsystem, dann würde ich also das 7er-Komplement bilden plus eine 1 auf der letzten Stelle. Brauchen wir eher seltener, genauso wenig wie Hexadezimal. Im Endeffekt genutzt wird halt bei Computern das Zweier-Komplement in erster Linie, manchmal das Einer-Komplement, aber also hauptsächlich wirklich das Zweier-Komplement für eben die Berechnung von. Ja, dass man Subtraktion durch Addition ersetzt. Das 9er und 10er Komplement hier eher, dass ihr mal das Gefühl habt, weil im Dezimalsystem man sich das besser vorstellen kann vielleicht. Also, wir haben jetzt die Zahl, was wollten wir umwandeln? 10,110. Also muss ich zuerst das Einer-Komplement bilden. Und genau, da stand, hat auch schon jemand geschrieben, 01,001 wäre das Einer-Komplement. Darauf dann die plus 1 auf der letzten Stelle. Und dann kriege ich als Ergebnis, ne, dann habe ich hier einen Übertrag, das sehe ich hier schon, die letzten beiden. Dann wandert die 1 also auf die vorletzte Stelle. Und dann habe ich 01,010 als mein Ergebnis. Das ist also dann meine Zahl ins Zweierkomplement gebracht.
Gut. In der Aufgabe müsst ihr dann noch dran denken, dass hier auch steht, dass die Komplemente entsprechend Vor- und Nachkommastellen eventuell mehrere haben. Das kann natürlich spannend sein, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Zahl 69 hätte, ich soll aber drei Vorkommastellen nehmen. Dann müsst ihr eben auch darauf achten, dass ihr dann die 0 noch davor, nee, andersrum, wenn ich die 30 hätte und ich soll drei Vorkommastellen nehmen, dann hätte ich eine 0 noch davor. Dann wäre das also 0,30, was ich invertiere. Durch die Invertierung ist das dann 969 im 9er Komplement, beziehungsweise halt 970 im 2er Komplement. Wenn ich das jetzt nur hier so klein schreibe. Also da, wie gesagt, darauf achten, Vor- und Nachkommastellen, dass ihr da auch entsprechend das macht, wie das angegeben ist. Gut. Direktes Rechnen mit Komplementen. Das machen wir gleich. Wir haben noch eine Aufgabe, nämlich Darstellung negativer Zahlen, heißt das so schön. Das ist immer eine sehr, sehr hübsche Aufgabe. Da jetzt bitte dann einmal mitschauen. Wir haben Zahlen angegeben als Bitmuster. Was heißt das Ganze? Wir sollen Interpretationen machen von diesen Bitmustern. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Wir gucken mit der Lupe irgendwo in den Code oder in das Programm rein, irgendwo mitten rein. Und wir wissen nur, okay, das ist irgendwie so ein 8-Bit-Block. Ja, also gucken mit der Lupe rein und sehen diesen 8-Bit-Block, wissen, dass das irgendwie zusammenhängt, aber wir wissen nicht, ist das eine Ganzzahl im Dualsystem, die da steht? Ist das da Betrag und Vorzeichen irgendwie da in der Form abgespeichert? Ist das als Exzess-127 abgespeichert? Ist das als Einer-Komplement abgespeichert oder ist es als Zweier-Komplement abgespeichert? Ja, das heißt also in erster Linie, wir sollen nicht irgendwelche Berechnungen machen, sondern wir sollen erstmal gucken, wenn das Ganze da im, wenn wir eben mit der Lupe reingucken in den Rechner und irgendwo dieses Bitmuster haben und uns, und das könnte vielleicht das eine sein, was würde da für eine Zahl hinterstecken? Kommen wir nämlich gleich drauf, warum das wichtig ist, da einmal aufzupassen. Also, die erste Interpretation, die wir haben können, ist, dass dieses 8-Bit-Muster uns eine Ganzzahl im Dualsystem gibt. Ganzzahl im Dualsystem heißt nichts mit Kommas oder ähnliches. Kein Vorzeichen, das haben wir beim nächsten mit Betrag und Vorzeichen, sondern einfach nur eine Ganzzahl. Wenn ich mir jetzt also 0, was ist das, 5 mal die 0, 3 mal die 1 angucke, als Ganzzahl. Und ich weiß, das ist eine Ganzzahl, die einfach nur in Dual steht. Und ich soll den dezimalen Wert davon angeben. Was meint ihr, wie müssen wir da rangehen? Was müssen wir jetzt machen? Okay, genau. Wir haben vorhin ja auch quasi mit Potenztabellen das Ganze addiert, die Dinge. Genau, wir können also gucken, im Endeffekt ist das so, wir sagen, wenn wir dieses 8-Bit-Muster, was wir uns mit der Lupe angucken, interpretieren als Ganzzahl im Dualsystem, dann wissen wir, dass jede Stelle für eine Potenz steht. Wir haben die 2 hoch 0, die 2 hoch 1 und die 2 hoch 2. Das ist also 0 hoch 1 ist die 1 plus die 2 plus die 4 macht insgesamt 7. Das heißt, unser Ergebnis im Dezimalsystem ist die 7. Einfach nur das Ganze nehmen, die Potenzen addieren. Zweite Möglichkeit ist, dass an der Stelle nicht Ganzzahlen im Dualsystem stehen, sondern das Ganze, da könnten auch abgespeichert sein Zahlen, die irgendwie mit Betrag und Vorzeichen versehen sind. Was könnte das dann jetzt sein? Was heißt das auch mit Vorzeichen vielleicht? Okay, genau, da kommen schon Punkte mit. Das ist auch richtig. 0 ist für ein positives Vorzeichen.
Genau, also es geht bei der Codierung im Dualsystem darum, ist das Vorzeichen, dass eine Zahl negativ ist, gesetzt oder nicht. Wenn es negativ ist, dann steht da eine 1 an der ersten Stelle. Oder wenn es positiv ist, dann bleibt da eine 0. Das heißt, wir haben an sich für die zweite Aufgabe oder die zweite Interpretation müssen wir uns ganz links die erste Stelle angucken, die höchste Stelle. Ist sie 0, dann wissen wir, wir haben ein positives Vorzeichen. Ist sie 1, dann haben wir ein negatives Vorzeichen. Und der Rest ergibt uns dann unsere Zahl, die wir eigentlich haben. Hier also relativ einfach. Wir haben eine 0. Und eine 0 heißt eben, dass wir positiv sind. Drei Einsen haben wir eben schon umgewandelt. Das ist die 7. Das heißt, im Endeffekt ist das eine 7 als Ergebnis. Okay. Dritte Möglichkeit: Exzess 127 Codierung. Hattet ihr das in der Vorlesung? Habt ihr das parat? Exzess 127, was erinnert ihr davon? Irgendwas. Erinnert ihr euch an irgendwas zu Exzess 127 Codierung? Okay, genau. Die 127 ist wichtig. Es wird verschoben. Auch das ist richtig. Und wir haben ein Abziehen des Ganzen. Genau, also Exzess. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man andere Zahlenbereiche mit den gleichen Anzahlen an Bits darstellen kann. Und in dem Fall, wir haben eine Zahl, die wir eigentlich da stehen haben. Wir haben unsere Ganzzahl, die Zahl, die wir haben als Ergebnis in unserem Exzess, berechnet sich aus unserer Ganzzahl minus dem Offset. Hier ist der Offset 127, also minus 127. Könnte theoretisch auch eine Exzess plus 127 Codierung machen, wer es braucht. Wir hätten also minus 127, 7 minus 124 und das Ergebnis wäre dann minus 120. Okay. Das also zu Exzess 127 Codierung. Unten haben wir gleich nochmal noch ein bisschen mehr Spaß bei den ganzen Beispielen. Wir sind noch immer oben beim ersten. Wir haben fünfmal die 0, dreimal die 1. Und jetzt geht es darum, die Zahl, die wir uns da angucken. Wir wissen, an der Stelle stehen Einer-Komplemente. Bei Einer-Komplementen gibt es ja auch so Dinge mit positiven und negativen Dingen. Erinnert ihr euch da noch irgendwie vielleicht an was? Habt ihr da irgendwas, was euch dazu einfällt? Wie war das mit Einer-Komplementen? Nicht nur, dass wir uns das eben angeguckt haben, sondern okay, genau. Also ab der Hälfte sind die Zahlen negativ. Das ist ja eben das, wir hatten eben gerade 9er und 10er Komplement ja auch gehabt. An sich ist es so, wenn Zahlen in der Komplementdarstellung sind, dann sind sie ab einem bestimmten Wert negativ. Wenn ich jetzt Zahlen habe im Dezimalsystem, dann wäre ich bei sowas wie 7, 9, nee, 7. Quatsch. Wollte gar nicht ins Dezimalsystem. Hexadezimal ist das eigentlich Spannendere. Für 7f, so rum wäre das. Das sind positive Zahlen. Und dann fängt tatsächlich ab 8, 0 und so weiter. Das sind dann Zahlen, wie ich negative Zahlen abspeichere. Das heißt, ich kann natürlich insgesamt nur erstmal weniger positive Zahlen abspeichern, wenn ich Einer- und Zweier-Komplementdarstellung mit benutze, kann dafür aber eben die Hälfte oder nutze die Hälfte für die Darstellung von negativen Zahlen. So,
Wenn ihr jetzt schon seht, in Hexadezimal habe ich hier bei der Hälfte die Trennung, ne, statt, also bei 16, also die Hälfte hier ist so bei 8. Das gleiche gilt auch für das im Endeffekt für das 10er-Komplement. Da müssen wir natürlich gucken, ne, was haben wir dann bis wohin? Wir sind hier bei 4, 9. Wäre das Ganze ist positiv. Bei 5, 0 ist das Ganze negativ. Und beim Dualsystem ist das Ganze etwas einfacher, weil da geht es um die erste Stelle. Und entweder ist die erste Stelle 0 oder sie ist 1. Wenn die erste Stelle 0 ist, dann haben wir eine positive Zahl vorliegen. Wenn die erste Stelle 1 ist, dann ist das eine Zahl, die eigentlich eine negative Zahl ist. Und um dann rauszufinden, was da eigentlich hintersteckt, muss an der Stelle dann das Komplement gebildet werden. So, einmal wieder zurück. So, das heißt, wir haben hier an der Stelle haben wir eine 0 vorne. Das heißt, es ist eine positive Zahl, die wir nur einmal umwandeln müssen. Nein, die wir nur einfach ablesen müssen. So, also es ist eine Zahl, es ist eine Bitzahl. Und wir wissen, potenziell stehen hier Sachen im Einer-Komplement. Wenn aber eine 0 als erstes ist, dann wissen wir, es ist eine positive Zahl. Die können wir direkt ablesen. Das ist dann dreimal die 1 am Ende. Wir bleiben bei der 7. Das gleiche gilt fürs Zweier-Komplement. Auch hier bleiben wir bei der 7. Ne? Weil die erste Stelle hier ist eine 0, gibt uns den Hinweis, dass das Bitmuster, was wir mit der Lupe anschauen, dass das eine positive Zahl sich dahinter verbirgt. Ja, ich sage jetzt ganz bewusst nochmal der Hinweis, ihr sollt nicht auf Teufel komm raus an der Stelle das Einer- und Zweier-Komplement berechnen, sondern wir gucken uns an, was wir finden was vor und wir müssen eben schauen, was bedeutet das Ganze. Das ist nochmal getrennt zu sehen von Aufgabe 3.5, wo es ja explizit heißt, berechnen Sie das Einer- und Zweier-Komplement. Oder auch vielleicht in zukünftigen Aufgabenblättern, wenn es dann heißt, berechnen Sie das Komplement. Diese Art der Betrachtung kommt eigentlich nur in dieser Aufgabenstellung vor, deswegen reite ich da so darauf darum. Wie wäre das, wenn vorne eine 1 steht? Ja, das ist eine gute Frage. Wie schön, dass wir uns das genau nämlich gleich einmal angucken mit der zweiten Zahl, die ich mit euch durchgehe. Da sind nämlich ein paar Sachen anders. Also, und manche vielleicht auch gleich. Wer weiß. Also, zweite Zahl, die wir haben: 4 mal die 1, nein, 6 mal die 1, 0 und 1. Was ist, wenn wir das Ganze uns anschauen als Ganzzahl im Dualsystem. Was kommt da dann bei rum? Das haben wir eben gesagt. Ganzzahl Dualsystem hier oben mit der 7. Da interpretieren wir das Ganze als Potenzen. Und jetzt müssten wir das Ganze irgendwie einmal ausrechnen. Okay. Mein Licht geht hier ein bisschen weg. Na gut, egal. Genau, das Ergebnis ist schon richtig sicher an der Stelle. Die Zahl 253 kommt da raus, wenn wir die ganzen Potenzen addieren. Ne? Also 2 hoch 0 plus 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5, 2 hoch 6, 2 hoch 7. Jetzt kann man natürlich überlegen, wir sehen hier schon, die Zahl ist fast komplett an der nächsten Potenz dran. Es fehlen 1, dann wäre es 1, 0, 2 addieren, dann wären wir bei 1, 1, 3 addieren, hätten wir die nächste Potenz. Also wir sind also 3 unter der nächsthöheren Potenz, 2 hoch 8. Wenn wir jetzt wissen, dass 2 hoch 8 die Potenz den Wert 256 hat, können wir auf die Art und Weise auch einfach rückrechnen. Ne? Dann können wir sagen, 256 minus 3 muss das Ganze sein, was wir hier haben. Weil ich 3 brauche, um auf die nächste Potenz 256 zu kommen. Und dann wäre ich auch bei 253. Das nur mal so als kleiner Tipp, wie man das vielleicht sonst auch relativ schnell in der Klausur oder so rechnen könnte, falls das vorkommt. Weil auch das ist so ein beliebter Aufgabentyp. Eigentlich, also ich sag mal, alles, was wir heute auf dem Aufgabenblatt haben, das sind alles Aufgabentypen, wie sie in der Klausur auch vorkommen können. So, dann haben wir die 253. Gut, zweite ist, wir betrachten das als
oder interpretieren als Betrag und Vorzeichen. Da haben wir oben schon gesagt, erste Stelle steht für das Vorzeichen. 0 ist positiv, 1 ist negativ. Und genau, ich sehe es da schon. Genau, wir gucken ganz nach links. Wir sehen da 1. Das heißt, wir sind hier im negativen Bereich. Und dann müssen wir die Folgen. Negativen Minus wollte ich schreiben. Wir sind im negativen Bereich und dann haben wir noch 5 Einsen, 0, 1. Das Ganze müssen wir einmal umwandeln in eine Dezimalzahl. Auch hier können wir natürlich wieder sagen, okay, bis zu 128 ist ja dann die Potenz, die dann darüber wäre. 128 minus 3, die mir fehlen, bin ich bei minus 125. Okay, Access 127 Codierung. Wie sieht es da aus? Okay, auch da, das Prinzip scheint bei euch mittlerweile verstanden zu sein. Wir nehmen, wie die Formel uns oben sagt, die Ganzzahl 253 minus unserem Offset 127, also Offset ist ja minus 127, dann kommt 126 raus. Gut, jetzt kommen wir an beim Einerkomplement. Wir haben eben gesagt, wir müssen eben schauen, wenn eine 1 vorne steht, also ab der Hälfte, haben wir negative Zahlen vorliegen. Wir wollen aber dann rausfinden, welche Zahl da eigentlich hintersteckt. Das heißt, wir müssen, weil es jetzt eine negative Zahl ist und wir rausfinden wollen, welche Zahl das eigentlich ist. Na, also gucken wir nochmal hier zurück. Wie war das hier mit dem Ganzen? Ich habe ja hier auch eine Zahl genommen und dann habe ich das Einerkomplement oder Zweierkomplement rausgebildet. Wenn ich jetzt die Zahl hier unten nehme, dann hilft mir das ja nichts, darüber zu wissen, was die ursprüngliche Zahl ist, sondern ich muss das Ganze quasi rückwärts machen. Muss wieder rausfinden, was meine eigentliche Zahl ist. Also, ich habe die 6 Einsen 0 1. Ich weiß, dass es ein Einerkomplement ist. Das heißt, genau, ich muss das Ganze einmal invertieren wieder. Und dann invertiere ich das Ganze. Ich gehe durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 1, 2 und genau 6 Nullen. Eine 1, eine 0. Genau, also erstmal gucken. Wie gesagt, wir sind erstmal beim Einerkomplement. Auch hier gilt die erste Stelle, die mit der 1, die gibt uns den Hinweis, dass wir hier eine negative Zahl vorliegen haben. Ihr habt doch recht, dass das mit dem Zweierkomplement ähnlich ist. Wir haben jetzt invertiert. Das reicht uns natürlich nicht. Wir sollen das Ganze als dezimalen Wert angeben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch einmal in Dezimal wandeln. Das ist dann die 2. Und wir dürfen das Minus nicht vergessen. Auch das schon richtig. Wäre sonst so ein bisschen peinlich, weil das Minus haben wir ja quasi schon am Anfang hier rausgelesen aus unserer ersten Zahl, dass sie negativ ist. Also minus 2. Ne? Nochmal zur Wiederholung. Wir haben gesehen, die erste Stelle, wenn wir unser Bitmuster, ne, wieder Lupe rein in das Ganze, wir gucken drauf, wir sehen ein 8-Bit-Muster, wir wissen oder wir interpretieren oder glauben, dass da Einerkomplementzahlen stehen. Wenn wir dann sehen, dass die erste Zahl eine 1 ist, dann ist das eine negative Zahl. Die müssen wir dann einmal tatsächlich umwandeln, um herauszufinden, was da eigentlich hintersteckt. Das heißt, wir invertieren das Ganze einmal, wandeln das in Dezimal um. Und denken daran, dass wir das Minus nicht vergessen und haben am Ende die Minus 2 draus. So, jetzt das Zweierkomplement. Also wieder, wir gucken mit der Lupe rein, wir sehen unser 8-Bit-Muster, wir sehen eine 1 ganz vorne. Genau wie beim Einerkomplement gibt es uns dann den Hinweis darauf, dass hier eine Zahl vorliegt, die eigentlich negativ ist.
Wir müssen hier auch einmal dann umwandeln, um wieder rauszufinden, was eigentlich für eine Zahl dahinter steckt. Das heißt, für uns, wir machen das gleiche wie eben. Wir bilden das Einerkomplement plus addieren auf der letzten Stelle. Das ist das Schöne an den Einer- und Zweierkomplementen, ne? Also Einerkomplement kann man vorwärts, rückwärts genau gleich wieder umwandeln. Man invertiert in die eine Richtung, kann man zurückinvertieren. Und tatsächlich funktioniert auch das mit dem Zweierkomplement, dass wir Einerkomplement bilden, plus addieren, auf rückwärts genauso machen. Ich weiß nicht, ob manchmal gab es irgendwie, dass wir einen Beweis dafür in Hausaufgaben nochmal machen sollen oder nachziehen. Vielleicht kommt das nochmal nächste Woche. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es nur in der Vorlesung erklärt. Okay, also das ist nochmal die Frage mit, warum müssen wir jetzt keine 1 subtrahieren? Lass mich einmal das zu Ende schreiben, dann können wir uns das gleich einmal angucken. Und im Endeffekt, so, wir haben das Einerkomplement, die 1 auf der letzten Stelle. Das Ganze dann ins Dezimal. So dass wir dann bei minus 3 kämen. So, so, wir können uns ja mal jetzt, es war gerade die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir das Ganze anders machen? Wenn wir nicht die 1 addieren, weil wir das ja irgendwie rückwärts anders machen müssen. Oder uns so denken, weil wenn die Zahl in Zweierkomplement gebildet wurde, dann haben wir ja eine 1 addiert. Was passiert, wenn ich die Zahl hier einmal nehme? So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben das hier getan. Nee, warte. Hat's die richtige Zahl genommen? Jetzt natürlich die andere nehmen. So, wir sind damit gestartet. Was wir eben gemacht haben, wir haben invertiert. Wir haben 1 addiert. Und das war das Ergebnis, was wir eben hatten. So, jetzt könnte man natürlich auch denken, hey, wir haben doch eigentlich eben für die Bildung haben wir 1 addiert. Also müssen wir doch eigentlich erst 1 subtrahieren, bevor wir invertieren. Was bedeutet das Ganze? Das würde bedeuten, ich fange an mit der Subtraktion, komme auf den Wert. Danach invertiere ich das Ganze. Und dann sind das 1, 2, 3, 4, 6 Nullen und 2 Einsen. So, und an der Stelle seht ihr dann auch, dass das tatsächlich von den Rechenwegen äquivalent ist. Im Endeffekt kann man das auch so rum natürlich einfach rückrechnen, da aber auch die Bildung des Zweierkomplements vom Zweierkomplement wieder den Ausgangswert gibt. Das ist so wie mit Minus und Minus ergibt Plus. Ne? Kennt ihr vielleicht auch an anderen Stellen. Ist es einfach einfacher, hätte ich jetzt gesagt, wenn man sich immer merkt, okay, vom Zweierkomplement, wenn ich das irgendwie umwandeln will, dann mache ich wieder auch für die Rückwandlung invertieren und E1 an der letzten Stelle addieren. Aber der Gedanke auf jeden Fall gut und richtig, dass man natürlich sagt, ne, eigentlich, wenn ich es rückrechne, würde ich ja erst die 1 wegaddieren. Gut, so noch als anschauliches letztes Beispiel, eben das letzte. Damit haben wir das ganze Blatt durch.
auch nur minimal überzogen. Für die große Menge an Aufgaben hat es immerhin geklappt, dass wir halbwegs in der Zeit geblieben sind. Ich danke euch dann fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen. Und genau, dann wünsche ich viel Erfolg mit den Aufgaben. Eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche oder wann auch immer ihr meint, dass ihr das Tutorium wieder braucht.